Hallo Freunde! Wenn ihr auch ein Gerät der Firma Garpureit benutzt, wie zum Beispiel das W702B Pro oder das neue W702BS, dann kann es auch bei diesen Geräten durchaus nützlich und sinnvoll sein, die Software oder Firmware auf dem neuesten Stand zu halten. Gerade bei dem neuen W702BS, welches nun mit dem Wonderwheel eures BMW-Motorrads gesteuert werden kann, ist ein Update der Firmware empfehlenswert. Wie ihr das passende Firmware-Update für euer Gerät bekommen könnt und was ihr bei der Installation beachten müsst, seht ihr in diesem Video. Also wie immer, dranbleiben! Wenn ihr eine neue Software oder Firmware auf eurem Garpureit-Gerät installieren möchtet, solltet ihr zunächst nachschauen, welche Version auf eurem Gerät installiert ist. Diese Info findet ihr im, ich nenne es mal, Home-Menü unter Einstellungen und dann unter Systemversion. Diese Information müsst ihr dann im nächsten Schritt der Firma Garpureit mitteilen, um die passende aktuelle Version zu erhalten. Ihr könnt diese Info abschreiben oder einfach ein Foto davon machen. Und wie bekommt ihr nun die aktuellen Daten? Da es leider noch keine Möglichkeit gibt, die aktuellen Firmware-Versionen in einem Download-Bereich herunterzuladen, müsst ihr nun Kontakt mit Garpureit aufnehmen. Das geht zum einen über das Kontaktformular auf der Homepage. Dieses füllt ihr dann einfach wie angegeben aus. Am einfachsten geht es aber, wenn ihr direkt eine E-Mail an den Support schreibt. Als Nachricht fordert ihr nun die aktuelle Firmware-Version für euer Gerät an. Als Info zur vorhandenen Version fügt ihr einfach ein Foto der Systemversion als Anhang dazu. Damit es schneller geht, solltet ihr gegebenenfalls die E-Mail auf Englisch schreiben. Am nächsten Tag erhaltet ihr dann gewöhnlich eine Mail von Garpureit mit der aktuellen Firmware-Version. Damit ihr die erhaltene Datei installieren könnt, müsst ihr diese zuerst auf eine SD-Karte kopieren. Da ich schon öfter von Installationsproblemen mit 64 oder 128 GB Karten gehört habe, solltet ihr nach Möglichkeit eine 32 GB Karte nutzen. Achtet darauf, dass die Karte zuvor im FAT32 Format formatiert wird. Nun könnt ihr die Datei auf die SD-Karte schieben. Je nach Geräteversion kann es auch sein, dass ihr zwei Dateien erhaltet, die dann auch installiert werden müssen. Diese müsst ihr dann auch nacheinander installieren. Die Reihenfolge ist hierbei egal. Am Gerät müsst ihr jetzt zuerst die Abdeckung des SD-Kartenslots entfernen. Achtung, jetzt kommt das Wichtige, die Karte noch nicht in das Gerät stecken. Zuerst muss das Gerät eingeschaltet und hochgefahren werden. Für die Stromversorgung könnt ihr bei älteren Geräten das USB-Kabel verwenden. Bei dem neuen W702BS muss sich das Gerät gegebenenfalls für die Stromversorgung in der Navigationshalterung eurer BMW befinden. Ist das Gerät betriebsbereit, könnt ihr nun die SD-Karte einstecken. Am einfachsten geht das mit einer Pinzette oder einer kleinen Zange. Wurde die SD-Karte korrekt eingesteckt, wird diese vom Gerät erkannt und das neue Firmware-Update wird auf dem Gerät installiert. Ist die Installation abgeschlossen, bootet das Gerät neu. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze jetzt noch einmal in den Einstellungen unter Systemversion überprüfen. Danach könnt ihr die SD-Karte wieder entfernen und die Abdeckung wieder draufschrauben. Das war's. Aber jetzt wieder zurück zum aktuellen W702BS mit Dashboard und integrierter Bedienbarkeit über das BMW Wonderwheel. Wenn das Gerät interessant für euch ist und ihr es eventuell kaufen möchtet, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch das Gerät verlinkt und ihr erhaltet über mich einen Rabatt von 32% im Garpureit Online-Shop. Der Rabatt gilt übrigens auch für andere Modelle aus dieser Reihe. Wenn ihr dieses Gerät oder ähnliche bereits im Einsatz habt, dann schreibt eure Erfahrungen und Fragen doch gerne in die Kommentare. Also dann, wir sehen uns.